Ja, herzlich willkommen zurück bei Let's Play DMC. Ich bin Shadow Mask und wir waren hier stehen geblieben, haben gerade diese zwei Fettsäcke da besiegt. Und ja, jetzt habe ich jetzt mal gerade diese Tonnen da, oder wollen wir noch diese Tonnenteile zum kaputt machen? Hell? Da. Komm schon, ran an den Succubus. Ah. Das sieht eh doch aus wie ein Geschwür, ey. Wenn die Menschen das sehen würden, dann, naja. Das ist die Mixanlage, super geil. Ach so. Das war die Mission gerade. Fertig. Auch nicht schlecht. Rang A. Okay. Laden. Verbesserungen. Guck ich mal. Fertigkeiten. Gegnerschritt ist jetzt nicht so. Okay. Abrechnung. Tritt. Absprung. Ist irgendwie so unnütz gerade, ich weiß nicht. Schau mal, Stachel. Vorwärts, vorwärts, Dreieck. Ja, das sehen wir uns auf jeden Fall mal auf. Ja, dass wir damit mal Schaden machen. Ist auf jeden Fall. BM Stufe 2 machen wir auch gleich. Gut. Ach so, und Gegenstände. Kaufen wir uns ein Gesundheitskreuz und haben wir gleich wieder ein bisschen mehr. Guck mal, er kostet zu viel. Zwei zu wenig. Ups, so jetzt. Ah, es ist nicht zurückgegangen. Fortfahren, so jetzt. Mein Gott, ey. Mission beginnen. Also bis jetzt hat es mich von Storymäßigen jetzt noch nicht so übelst mitgerissen. Also aber die anderen Storyteile vom anderen Devil May Teilen etwas anspruchsvoller. Da hat man relativ schnell jetzt die Waffen gekriegt, jetzt ohne großartig Bosskämpfe zu machen. Aber okay, vielleicht ändert sich das ja noch. Scheint weit runter zu gehen. Oha. Was jetzt? Dieser Tunnel führt dich zum Succubus. Wie komme ich da runter? Du kommst nur aus dem Nimbus hinein. Ich kann dir nicht folgen. Was ist das, eine Eieruhr? Es ist ein Fläschchen mit einem Zauber aus verschiedenen. Ich muss es nicht wissen. Du springst und ich drehe. Ist es dein Ernst? Vertrau mir. Ich springe und drehst. Okay. Viel Glück. Free fall. Auch noch zeitbedingt.
Ups. Ach komm. Ich dachte, was ich schon. 7 über Wattels kommen. Schon nicht. Ich werde einfach mal Gas geben. Auch nicht schlecht. Oh, so ein Gestank. Lecker. Zum Glück gibt es kein Geruchsfernsehen. Was ist das? Ein Wurm? Ja. Kein Bock jetzt darüber zu springen. Statue, okay, das scheint irgendwie Bosskampf dann zu sein. Wenn ich hier eine Statue habe. Vorsichtshalber. Das ist jetzt ein Geräusch. Okay, da hinten wäre eine Kupfertür. Habe ich über einen Kupferschlüssel? Nö. Was für ein Geräusch? Klingt wie Goofy auf Droge. Nö. Ist das als Lava oder was ist das? Yee. Also du bist wohl die geheime Zutat. In deine Verabredung, du hässliches Stück Scheiße. Das soll ein Succubus sein? Ah, genau. Hallo, ein Succubus ist ein Sexdämon, aber das Viech ist ja ekelhaft. Sicher. 1200 Jahre. Yes.
Scheinbar, dass sich diese Spuckattacke macht. Ach, komm schon. Ich habe auf jeden Fall das Prinzip raus. Na komm, schlag zu. Ach komm. Oh nein. Gut, ich kann also mehrmals schlagen, das Viech dann, also ausweichen und so. Verdammt. Kotz woanders. Ekliges Mistvieh. Das Viech ist sauer.
Verrecke, du Mistvieh. Gott, bist du hässlich. Steve lebt immer noch. Verdammt. Scheiße. Ach komm! Falsche Taste. Verdammt. Ja. Bist komplett durchgedreht. Ja, so kann man es auch sagen. Durchgedreht. Was jetzt schon wieder? Was geht ab? Bigger Fäuste. Was hat er denn jetzt für Riesen? Griffelfäuste gekriegt, hey. Prototype-Style oder was? Was? Was ist los? Wie, ist die hässlich? Wirklich? Yeah. Müssen wir über sie sprechen? Mein Succubus ist tot. Oh. Sparda. Der Verräter, was ist mit ihm? Seine Brut. Der Nephilim. Er wehrt sich. Ah! Oh, er wird sauer. Neue Waffe freigeschaltet. Eryx. Mächtige Panzerhandschuhe, die einem einzelnen Ziel enorm Schaden verursachen kann. Jeder Angriff kann für einen stärkeren Effekt geladen werden. Okay. Prügel, Schmettern, Luft, Haudorn. Okay. Und wie? Ja, gut, Rang A. Laden. Ja, jetzt haben wir die Faustteile. Achso, ja, zwei und... Mhm. Ah, dann kommt bestimmt auch... andere Seite noch drei, noch was dazu.
Hey, wir haben doch jetzt zwei im Kreis schon für die. Für die Axt. Achso, kann man noch scheinbar auswählen. Aber ich glaube, Rebellion hat man noch was. Genau, Stachel wollten wir doch. Vorwärts, Ding. Nach Stachel wiederholt. Okay. Ja, wir treffen dich dort. Gut, bis dann, Virgil. Ihr steht euch recht nah. Woher kennt ihr euch? Ist das wichtig? Ich würde gern wissen, an wessen Seite ich mein Leben riskiere. Also, er ist mein Bruder und versucht, die Welt zu retten. Was ist mit dir? Hör zu. Ich bat dich nie um Hilfe und du warst trotzdem für mich da. Das bedeutet mir viel. Ich vertraue dir. Du kannst mir auch vertrauen. Er hat mich gerettet. Ich war in einer Pflegefamilie. Mein Ziehvater war ein Dämon. Er ist fast jede Nacht auf mich losgegangen. Ich musste weg. Die Albträume. Keine Sorge. Ich habe nichts gespürt. Physisch konnte ich nicht entkommen, also fand ich einen anderen Weg. Ich bin als Geist ziellos im Limbus umhergewandert. Dort fand ich Virgil. Er hörte meinen Hilferuf. Er hat mir geholfen, mit meinen Dämonen fertig zu werden. Denen in mir und denen um mich herum. Ich habe den Mezcal getötet. Jetzt will ich den Rest aus dem Weg räumen. Du wirst doch bis zum Ende bei uns bleiben, oder? Verlass dich drauf. Succubus ist tot. Das hat Mundos Aufmerksamkeit geweckt. Jetzt kommt der zweite Schlag. Wir zerstören sein Überwachungsnetzwerk. Der Raptor News Tower. Von dort hat Mundus das Monopol über die Medien der Welt. Nachrichten, Werbung, Unterhaltung. Gedankenkontrolle. Ja. Und Überwachung. Sie bespitzeln die Bevölkerung mit all ihren Satelliten, Verbindungspunkten und Überwachungskameras. Ja, das habe ich schon bemerkt. Also was tun wir? Das Raptor News Network wird von einem Dämon geleitet. Bob Barbas. Bob Barbas ist ein Dämon? Also ist er nicht nur ein hirnloser Arsch. Und er steckt in dem Turm? Nicht der Turm. Der dort. Was? Im Limbus ist das keine Spiegelung. Es ist der echte Turm. Es ist ein Gefängnis, in dem Barbas grausam regiert. Dort gibt's keine Gnade und kein Entkommen. Bereite das Tor vor. Cat kann dir dorthin nicht folgen. Du bist auf dich allein gestellt. Allein ist okay. Sie hat schon genug getan. Aber dafür gibt's da keine Kameras. Gut. Dante, wir wissen nicht viel über diesen Dämon. Ich bin sicher, es ist ein ganz Lieber. Ich bin sicher, es ist ein ganz Lieber. Ja, das ist gut. Der Spruch ist gut, den muss ich mir merken. Es gibt auch liebe Dämonen. Irgendwo. Ach, genau. So kann man es auch sehen. Autsch. Spiegelwelt, ha? Nun gut, Bob. Endlich verstehe ich, warum deine Welt auf den Kopf so schön scheint.
Ah, da kann man wechseln. Faust. Okay. Nett. Ach, da kann man diese komisch leuchtenden Teile platt machen. Das ist reichlich Waffen. Hallo, Dickerchen. Boah, das setzt. Rampage. Nett. Mir gefallen die Fäuste mehr als die komische Axt. Ach komm. Das schon wieder. Ach so. Ja, das stimmt. Ordentlich auf Fressbrett. Oha. So schnell so ein Feuertyp wie platt gemacht wird. Mit der Axt hat es länger gedauert. Bats. Bams. Schaut, der Dick auch noch besser geht. Oder auch nicht? Doch. Okay. Komm schon. Nett. Klasse. Selbst im Limbus gibt's einen Knast. Knast. Ich dachte, dass ich hier ins Gefängnis einbrechen würde. Ja, ins Gefängnis einbrechen, das ist gut. So, ich mache hier mal schnell wieder einen Cut, weil wir sind schon wieder auf der Zeit und sehen uns gleich wieder. Also, ciao.